Loyalisten erwarten uns etwa einen halben Kilometer nördlich. Abrücken. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dem Let's Play Part 3 von Call of Duty Warfare. Und ja, in dieser Mission, ich hab... Gute Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachposten voraus sein. Kamarow und seine Männer warten in einem Feld nordwestlich von hier. Jo. Also ich habe jetzt, vielleicht wie ihr gemerkt habt, die Zwischensequenz mal rausgeschnitten, weil das einfach nicht hingehauen hat mit Fraps. Ich werde jetzt mal die nächsten Tage gucken, was ich daran irgendwie ändern kann. Aber erstmal lasse ich die Zwischensequenzen dann draußen und packe einfach nur das Gameplay rein. Ja, mehr eigentlich ist dazu nicht zu sagen. Ich habe die Soundeinstellungen geändert, sodass man meine Stimme jetzt eigentlich vordergründig hören müsste und die Spieloption etwas leiser. Und ja, jetzt geht's in die Mission, würde ich sagen. So, ein paar Claymores vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. So, wie machen wir das noch nachher mit 6? Ja, ob das wohl reicht. Lol. Okay. Ein eher ruhiger Geselle hier. Er ist erledigt. Einer weniger. Okay. Sauser. Okay, Oh Gott. Ja, den ich höre, du. Jetzt ist meine Klammer geschlossen. Cool. Joa. Also das Missionsdesign, das ist gar nicht mal so schlecht jetzt mal für Call of Duty 4. Ich meine, gut, wenn man jetzt Black Ops beispielsweise schon gespielt hat, ist natürlich von besserem, an besserem gewöhnt. Was laber ich eigentlich für einen Müll? An besseres gewöhnt, so. Und jetzt glaube ich, fange ich gleich wieder... Ja, Kamarow. Willkommen im neuen Russland, Captain Price. Hallo. Was ist das Ziel, Kamarow? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Internationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Jo, also helfen Sie als Scharfschütze von der Straße aus. Gehen Sie rein und greifen Sie auf mein Ziel. Das machen wir doch super gerne, weil wir zu potenziell veranlagt sind. Hier lang. Von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Jo, das ist doch mal very nice. Jetzt frage ich mich halt nur, wer dieser Scharfschütze sein soll. Scharfschützen in Position. Ja, yeah. Scharfschütze, weißt du, wer das ist? Das bin ich. Zum Beispiel auch natürlich sein. Bam. Junge, hör auf wegzurennen. Jo. Jo, mach ich. Eigentlich cool, ne? Soap ist ja eigentlich im Englischen bedeutet auf Deutsch Seife, also. Weiß auch nicht, vielleicht soll ich hier irgendwie. Scheiße, Feindhubschrauber! Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamera. Also vielleicht ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor ihnen schützen. Ach, das ist gerade nur für mich. Unterbreche ich die Aufnahme mal kurz. So, ich habe das Skype-Problem gelöst, sag ich mal. Und das derjenige, der angerufen hat, kann jetzt mal Hallo sagen. Ja, guten Tag. Ja, Ich habe jetzt ein bisschen gestört, das tut mir leid. Ja, passiert. Na ja gut, und wir latschen jetzt hier mal weiter durch die... durch die Ödnis. So, jetzt nehmen wir mal die Granatenwerfer, weil ich kenne die Mission schon. Bam. Kann man nicht, ich glaube, hier kann man irgendwo reingehen. Und hast du schon was gegessen? Ja, nö. Ja, nö, ja klar. Ich bin gerade am Pudding fressen.
Was? Ein Pudding fressen? Mhm. Na denn. FFN. Ja, Granate. Plop. Oh, so schnell kann ich gar nicht schießen. So wie die auseinanderrennen. Das ist ja blöd, ey. So, jetzt. Wir schießen aber mal ein paar Granaten rein. So sozial wie wir sind. Bam. Den kann ich mir so holen. Der sollte nicht down sein. Sehr schön. Da liegt noch einer am Gras. Captain. Jo. Jo, alles klar. Dann töten wir erstmal den. Ich glaube, der war jetzt. Der gehört jetzt zu uns. Oder. Ich weiß auch nicht. Der gehört nicht zu uns. Der gehört nicht zu uns. Also, ich weiß nicht, ob der jetzt zu uns gehört. Ist ja nicht auch egal. So gesehen gehört er ja auch nicht zu uns, weil er zu den Ultranationalisten gehört, also zum neuen Russland. Ja. Nicht, dass ich irgendwie was gegen Russland habe oder sowas, aber. Wir sind ja eigentlich so Amerikaner, weil ich heiße ja Seife. Ja, das ist mehr so ein amerikanischer. Ja, Soap ist im Deutschen Seife, oder nicht? So. Trotzdem ist es witzig, wenn man das so sagt. Ja, ich bin Seife. Ja. Hallo, Seife. Ja. So, Stromversorgung. Ich glaube, jetzt können wir vielleicht schon jemanden erschießen. Nö, jetzt ist hier noch alles ruhig. Also er sagt genug Scharfschützen, wo ist der Informant, das weiß ich. Er setzt sich nicht in die Ecke, wie ihm gesagt worden ist. So, wir setzen uns jetzt, wir setzen uns jetzt hier ab, weil die Seile hier zufällig waren. Die nehmen wir auch, weil die ja einigermaßen sich aussehen. Was ist denn LOL? Weißt du, was für eine Karre geil ist? Nein, aber du wirst mir sicherlich gleich sagen. Der Stido 1,6 Liter 16V Arias. Fiat Power. Boah, der ist... Fiat. Italiener. Ja, sieht man auch am Design. Also sieht echt genial aus. Aha. Den hole ich mir glatt. Ja. Ist auch nicht so teuer, so übelst teuer. Da kommst du mal so mit 3000 hin. Der lebt ja noch, der lebt ja noch. Ja, muss die Tür. Ach nee. Ich glaube, wir haben die Ecke. Nee, doch nicht. Ich jumpe den ganzen lieben Tag. Ja. So, dann haben wir schon ein bisschen die Brust gejagt, ja. So, jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen was fixer hier ran. Ja, genau, wo ist Gas eigentlich? Mann. Das sind nicht immer. Jetzt auch noch stehen bleiben, war? Zigarettenpause machen, oder was? Ist nicht, Fräulein, du bist bei den Marines. Du musst ein bisschen. Wen hast du den Strom auskriegst? Und das ökonomische Haus steht genau hier. Und da ist das. So, und jetzt gehen wir hier rein. Flop. So, als Dunkel ist, setzen wir jetzt erstmal unsere Kohle. Was? Bam. Also, das sieht auch noch geil aus für. 1,9. Lecker, Zucker. Bam. Aber das ist schon ziemlich mies, hier so im Dunkeln sitzen und dann kommen da irgendwelche Menschen mit Pistolen rein. Beziehungsweise mit Maschinenpistolen. Ja, gut, kommt das gleich raus, aber. Hab dich. So, jetzt erstmal eine fette Runde SC2. Mit zwei übelsten Pros. SC2. Strategiespiel. Mit zwei übelsten Pros, wer soll das sein? Jawohl. Okay. Ich spiele StarCraft. Ja, wir suchten halt die StarCraft. Tja. Ich gehe jetzt mal im Helikopter.
Beziehungsweise zu unserem Helikopter, weil der uns, er will ja uns abholen, so wie es aussieht. Will er nur uns abholen, nicht mich, nur mich. Und ich glaube schon wieder viel zu viel Müll. Also, ja, ihr wisst ja, die Zwischensequenzen schneide ich wieder raus. Und da wir wieder eine Zwischensequenz kurz bevorstehen, werde ich dann mich hier verabschieden und wir sehen uns dann in der nächsten Mission wieder. Bis dann. Ciao.